Und der Schillmenzigswald von Shakes and Fidget. Oh Mann, das waren schöne Feiertage. Das waren sehr schöne Feiertage. Montag, letzter Tag, 5er-Event. Das ging sogar Samstag, Sonntag und Montags. Normalerweise sind diese Events immer nur am Wochenende. Samstag, Sonntag. Aber nö, zu Weihnachten dachten sich die netten Leute bei Player Games, da hauen wir mal einen raus. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden bei all diesen guten Missionen. Es war übertriebenst krass. Andere Worte kann ich dafür gar nicht finden. Ja, ich habe jetzt fast 1 Milliarde, habe sogar schon ein bisschen geskillt zwischendurch immer 7700. Das werden dann 7800. 1 Milliarde sind 100 Int-Punkte, Basis. Und vor allem hier, Achtung, haltet euch fest, hat sich jeder festgehalten? Lager voll, aber sowas von. Ja, endlich. Noch 2 Tage, 19 Stunden und mein Lager ist voll. Das kann ausgeraubt, überfallen werden, ist mir vollkommen egal. Die ganzen Ressourcen habe ich nämlich von oder durch das Raritäten des Waldes Event. Richtig schön, da haben sie die Chance ein bisschen erhöht auf Holz und Stein und das merkt man auf jeden Fall. Das ist sehr fein. Grenzgenial. Grenzgenial einfach nur. Es gab so viel Aufschwung für diesen Charakter. Das Level auf S33 habe ich tolle Sachen gefunden. Da muss ich gleich noch drüber quatschen. Und, yo, einfach nur schön, einfach nur schön, so schön sogar, dass ich die neue Halskette nicht mal verzaubert habe. Oh mein Gott, wie doof bin ich denn, aber ich habe, muss ich sagen, also am 24. habe ich ja direkt so nach Mitternacht das Video aufgenommen und alles mit den Treibsanduhren erledigt. Und dann, ich habe gerade geklickt und schon wieder vergessene Schuhe, genau. Und dann habe ich eben, ja, musste ich nichts mehr machen. Am 25. dann alles am Handy, am 26. alles am Handy. Und von daher habe ich da gar nicht drauf geachtet. Hexe, dies, das, Ananas. Oh mein Gott, jetzt gibt es auch so viele Ressourcen. 36 Millionen. Das ist schön. Wie lange dauert das denn mit der Festung? 12 Tage für Festung 17. Das ist dann schon eine Hausnummer. Aber endlich die Festung ausbauen und danach werde ich nicht den Fehler machen. Ich werde sofort die Holzfällerhütte wieder hochziehen, glaube ich, und Steinbruch wahrscheinlich. Das muss man nämlich auch tun. 999 Millionen. Das war gerade knapp. Das war gerade sogar sehr knapp. So, durch den Abercup bei der Woozy beim Glücksrad habe ich jetzt nicht mitgedacht, dass man da ja so viel bekommt. Ich will aber zuerst noch hier skillen, denn ich hatte ja meinen Level-Up leider ohne Video. Was soll's? Kann passieren. Und schon wieder 212 Millionen. Oh, ich kann Level 400 schon förmlich spüren. Jetzt aber erstmal. Skillen. Skillen, skillen, skillen. Einfach den Button gedrückt halten und genießen. Zurücklehnen und einfach nur entspannt der Show zusehen. Boah, das geht so schnell, das geht so schnell. Gleich ist das gesamte Gold weg. Bisschen was hebe ich mir noch auf. Ich kann ja noch 3-mal hier kurz blättern. Ich habe zwar nun mittlerweile echt, Moment, wie viele Treibsanduhren? 217, ja, das hält sich in Grenzen. Also ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe ja echt alles am aktuellsten Stand hier ganz kurz nur mal zum Ansehen. Da ist jedes Epic durch die Bank ein Genuss. Sehr viele sogar, ein Winterzaubergenuss. Schön. Schön, schön, schön. Weihnachten war auch schön bei mir hier so. Besinnliche Tage gehabt, schöne Geschenke bekommen. Leider keine weiße Weihnacht bei mir. So ist es nun mal. Da kann man nichts machen. Es gab zwar schon Schnee in diesem Jahr in Wien, aber leider nicht genau am 24. Was jedoch aus der Sicht eines Autofahrers gar nicht so schlimm ist, sage ich jetzt mal. Denn auf Straßen ohne Schnee zu fahren, ist doch ganz angenehm, wenn man fahren muss. Von daher würde ich mal sagen, ist Weihnachten, zumindest auch in Shakes and Fidget, hier mal zur Gänze abgeschlossen. Jetzt will ich noch ein Epic so vielleicht, eventuell, wenn ich hier schon so häufig blättere. Nur irgendeines, nur so jetzt um ein Epic zu sehen. So, her damit mit den ganzen Tränken, genau, da ist es auch schon. Alle Attribute, 10 Millionen, 15 Pilze, 0 Sockel, obwohl das wie ein Sockel aussieht, ist jedoch keiner, von daher lasse ich mich nicht trollen. Deshalb kann ich skillen.
Boah, bald die 8K. 8K ist dann schon eine schöne Zahl. Basisattribut für Intelligenz und einen Pilz bekommen. So oft geblättert, dass ich direkt wieder einen zurückbekomme. Und ich würde mal sagen, um dann noch... wie viele? Ach, das geht sich gerade so hier um ein paar Minütchen nicht aus. Aber 2 Stunden Stadtwache kann ich dann noch reinmachen. Also kann ich sogar noch ein bisschen mit der Treibsanduhr überspringen. Hier Holz, ohne Ende Holz. Es ist so schön. Meckern hilft. Ich habe gemeckert und es kam direkt was. 37 Millionen. Das kommt mir... Okay, es waren 3 Tage. Muss man sagen. Kommt mir schon fast ein bisschen zu übertrieben gut vor. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da nehmen soll. Lieber Gold und wieder einen Pilz bekommen. Dankeschön dafür. Vielen Dank. Muss man sich mal vorstellen. Angenommen, nur kleiner Gedanke. Wenn dieses Event permanent wäre und es dann Events geben würde, wo von diesen Zahlen... Boah, 7 Millionen XP, fast 10 Millionen Gold. Wo von diesen Zahlen dann die Boni nochmal dazugerechnet werden würden. Dann wäre jeder schon Level 500 oder so. Das ist krass. Also, Pharamum ist schon mal satt, aber ich habe so viele... Heute ist Wasser dran, so viele Brombeeren. Da bekommt mal Rosa links was. Somsom ist auch schon voll. Moment, kurz mit den Edelsteinen mal nachsehen. Nein, gestern habe ich was ins Klo geworfen. Genau, ich habe nicht vergessen. Sehr schade, so bezüglich kein Epic hier, einfach nur zufällig, aber kann man nichts machen. Halskettentechnisch sieht's, glaube ich, ziemlich gut aus. Genau, der hat was Neues bekommen und sie hat sowieso was Besseres, von daher war im Klo und jetzt mal weg damit und diesen schwachen Geschickstein. Was habe ich reingeworfen? Ich habe gerade nicht... Ach so, das Epic, ja klar, das Epic hat sich nicht verändert, deshalb... So, mal schauen. Ganz kurz nur, sorry, Edelstein will ich loswerden. 631, jawoll. Jawoll. Oh, der andere wäre auch noch besser gewesen. Ich wusste nicht, dass die so schlecht hat. Ich dachte, die hatte schon ein bisschen besser. Aber egal, irgendwas hätte ich sowieso. Genau. 606. Ich bin nicht krank geworden über die Weihnachtsfeiertage. Das ist auch gut so, obwohl sehr viele Leute um mich herum leider krank sind und ein bisschen hüsteln und kränkeln, aber bei mir, boah, was ist das mies? Bei mir noch nichts und das soll so bleiben. Ja, habt ihr das verstanden? Bitte nicht, denn das fände ich ziemlich schade, wenn man mich hier wortwörtlich ein wenig aufs Eis legen würde. Das gibt's hier wohl nicht. Keiner mehr Bedarf für mittelgute schwarze Edelsteine? Na egal, ich warte mal noch. Begleiterkämpfe habe ich natürlich auch gemacht, hier aber ohne Video. Und wer das nicht mitbekommen hat, ich meine, ich habe es dazu gesagt, das ein oder andere Video war vorproduziert, von daher, das ging ansonsten anders nicht. Kann ja mal passieren, würde ich sagen, oder? So, aber jetzt alles wieder live und hautnah, tagesaktuell. Ist ja auch wichtig, denn wenn Updates kommen, wenn Server kommen oder eben auch keine Server kommen, dann will ich das ja zeitnah auch bequatschen. Obwohl, sowas kann ich natürlich immer früher als News auf der Website bringen zum Beispiel. Oder auf Twitter, Facebook, irgendwie sowas in der Art. Schon wieder Spyrotistin hatte ich doch gerade. Warum kann man mehrere Leute, also eine Person mehrmals pro Tag bekommen? Das finde ich schade irgendwie. Das ist noch so eine Sache, die man eventuell ändern könnte. Weil ist ja doof, wenn ein und dieselbe Person mehrmals abgefarmt wird. Hier mit Licht, Hydrosphere 15 und dann warte ich da ebenfalls noch eventuell, Moment, wie kann ich das, irgendwie, nö, kann ich nicht. So, die müssen beisammen sein, es tut mir leid, das ist aber so, ein ungeschriebenes Gesetz von Monk. Moment, mir entfällt gerade die Melodie, ich muss mal kurz still sein. Genau, das ist die Melodie. Also, schon so lange hier kein Video mehr gedreht, das Mikrofon ist schon, das Mikroskop wollte ich sagen, ich weiß nicht mal mehr, wie dieses Teil heißt, namens Mikrofon, ist schon verrostet und verstaubt, 23% hat der und das ist machbar, vor allem mit 8000 Basisgeschick nicht, sondern Intelligenz. Ja, das war schon ziemlich knapp, morgen ist es dann soweit, ein Auge ist schon kaputt von ihm, das heißt, seine Treffergenauigkeit ist um 50% gesunken.
was schon mal eine gute Sache ist. So, der 10. Stock gegen Jan, den Hämmerer. Nein, aber jetzt freue ich mich auf S3 zu der 3. Nachdem ich den Hirnfresserwurm angegriffen habe, aber so richtig, mit 12,5 Millionen, so will ich das sehen. Am 25.12.2016 um 14.41 Uhr habe ich dann folgende Mission reinbekommen gegen den Sumpfglompf. Und da ist ein episches Teil, 10 Millionen Gold, 6 Millionen Erfahrungspunkte, ein Pilz, was will man mehr und ein Dreier-Epic-Weihnachts-Style. Jawoll, und zwei weitere Epics, die ich mir aber leider nicht gespeichert habe, weil ich sie am Anfang gar nicht gesehen habe. Die kamen einfach so dazu. Nummer 1. Nummer 2, Robins Hut, und Nummer 3, riesiger Klunker der Maßlosigkeit. Klo-Item, wahrscheinlich auch Klo-Item, und richtig gutes Upgrade mit diesem schönen Edelstein. Anziehen, reinsetzen und happy sein. Das ist doch mal genial. Da habe ich mir auch dieses Mount gegönnt. Warum denn nicht? Der hat ordentlich gequestet. Und den Charakter konnte ich gut voranbringen, würde ich mal sagen. So, jetzt sehe ich mal nach, ob die Kunigunde vielleicht... Oh, Level Up hatte der auch. Und hier und tralala. Also, Kunigunde Nummer 1. Ja, ja und ja. Nummer 2. Nein, nein und leider nochmal nein. Oh, genau. Oh nein, genau. Ja, das war doof, aber ich konnte es nicht anders timen. Ich hätte vielleicht einen Epic reinwerfen können. Aber egal, gestern war was drin. Das ist auf jeden Fall sicher. Und jetzt bekomme ich noch einen Epic. Aura 25. Monk. Und, ach, Oscar, Marvin. Wo ist euer Loch, wo ich einen Stein reinsetzen kann? Ach komm, Oscar und Marvin. Dieser Toast heißt Schöpfertoast, weil die Bilder... die Gesichter von Oscar und Marvin sind. Marvin Clifford, Oscar Panier, die Erfinder von Shakes und Fidget. Von diesen beiden Kollegen hier, die immer so verdutzt reinschauen. Also, schade, ist nur Futter für die Toilette wieder. Obwohl, Moment mal, alle Attribute. Begleiter eventuell. Nö, die haben auch alle schon hier Items mit Stein. Na gut, dann kann man nichts tun. Da habe ich auf jeden Fall für die nächsten Tage einige Epics mit für die Toilette. Gürtel sind heute dran, direkt verzaubern hätte ich sowieso wieder vergessen. Was ist das hier? 50% Chance auf Pilze, das ist natürlich wichtig auf diesem Server. Das wäre tragisch gewesen, wenn ich das vergessen hätte, hätte Fahrradkette. Glücksrad, 1 und 2, bitte Pilze. Nein, schade, leider nicht beim nächsten Mal, wären sie uns bald wieder. Moment, soll ich hier was suchen, ist die Frage. 2 Tage, 6 Stunden und die Ressourcen, ja, da wird es ziemlich knapp. Ich suche mal noch nichts. So. Ich greife dich auch nicht an, obwohl das eine fette Ausbeute wäre. Für wenige Soldaten, ich kann nämlich leider hier keine Bogenschützen ausbilden, weil das Gebäude ausgebaut wird. Bedeutet, jeder, der mich angreift, hat ein einfaches Spiel und würde mich in der Luft zerschnetzeln und in Schutt und Asche legen. Genau, und das wollen wir natürlich nicht haben. Von daher habe ich hier 800 Millionen am Start. Ich kämpfe mal kurz, dass die Zeit abläuft und ich dann... vielleicht nochmal kämpfen kann. Heute noch. So. Nächster Kampf. Nächster Kampf. Mach mal Dampf. Nahon. Wow, das war knapp. Nahon gegen Sephard. Nick Sweet 74. Warum? Warum habt ihr schon Level und so? Jetzt kommt ein 315er. Genau. Spiel denkt sich. Ach so, gegen den 270er verlierst du? Okay, du bekommst den 315er. Das ergibt natürlich Sinn. Sinn und Sinn. So. Aber... hier freue ich mich ebenfalls aufs Skillen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist mein Bonbon geblieben? Hier. 64% der Atzen-Atzmo. Der ist noch immer Magier, oder? Soll ich noch ein bisschen inskillen? Ist als Kunde ja nicht zu vernachlässigen. So, und der Rest geht aber in die Geschicklichkeit. Bisschen Ausdauer kann man ebenfalls machen. Das Problem ist, ich habe hier leider keinen Ausdauertrank, von daher... lohnt sich die Ausdauer gerade nicht so bei mir? Genau. Ich könnte natürlich den Flügeltrank einwerfen. Aber jetzt für den Atzen-Atmo. Weiß ich ja nicht so. Komm schon. Kritisch ist schon mal gut. Doppelt kritisch ist schon mal doppelt gut. Und jetzt noch bitte einen überleben. 8%, wieder 2% geheilt.
Und da sagen die Leute, es gibt keine Highline Shakes in Fidget. Was für ein Quatsch. Natürlich gibt es Highline in SF. Ich bin einer. Kundi gegen Magier ist ein heiler Kampf. So. Das ist ein Krieger. Wenn ich ein bisschen ausweiche, dann ist das heroisch. Nope. Meep. Falsches Tor geöffnet. Schade. Ich habe den Zonk gezogen. Macht aber nichts. Obwohl, Gronkh wäre noch besser als Zonk. Aber egal. So. Und hier, da habe ich hier nichts gemacht. Auf S14 jeden Kampf immer Arena und so mit der App ist das perfekt, machbar. Aber hier ist deprimiert einfach, wenn ich häufig verliere. Und dann mache ich mal einen Kampf im Video und ich gewinne natürlich. Aber gegen alle Magier und so, die da kommen, ist das immer ein garantierter Lose leider. Naja, was soll's. Okay. Na gut, habe ich irgendwas vergessen oder so? Ich denke mal nicht. Dieses Bildchen werden wir jetzt in etwa 363 Tage oder so nicht sehen. Und von daher würde ich mal sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, an den Feiertagen hier ein bisschen was abzusahnen mit einem 5er-Event. Grenzgenial einfach nur. Grenzgenial, die letzten 20 Abenteuerlust kann ich hier runterspielen. Ich nehme die kurze und hoffe auf eine 10 Millionen Gold-Mission. Einmal kann ich sogar wieder skillen. Schön ist das. Wirklich schön. Sehr genial. Na gut, für dieses Video war es erstmal. Wer noch Ferien hat, viel Spaß damit. Nutzt die Zeit, um meine Videos zu schauen. Habt ihr was gehört? Irgendjemand hat was gesagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, seht einfach beim nächsten Mal weiter.